Shalom und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Alamia, Neponia, whatever ya. Okay, wir haben... Könnte den Alarm ausmachen, aber... Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so ganz das, was wir machen sollten. Look. Und was uns jetzt mal an. Die Datasette ist im Safe. Kombination opened. Haben Sie etwas gesagt, Herr Amtmann? Was? Nichts. Mist, okay. Solange Oppenbot am Schreibtisch rumlungert, kann ich die Nachricht hier nicht abhören. Können wir denn sonst... Wir können eigentlich nur ans Fenster vielleicht... Okay. Jetzt aber. Es war nicht unbedingt leiser, aber... Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4473. Aha. 4473. Vigolds Geburtstag. Nein, warte. Der war 4437. Oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag. Okay, gut. Wir haben ja auch eine Record-Taste, das habe ich vorhin schon irritiert. Vielleicht können wir das Band jetzt bespielen und irgendeinen Unsinn drauf quatschen. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Nicht der beste all meiner Pläne, aber es wird schon werden. Alright. Dann können wir noch was machen. Oh, hallo, ein Fenster. Ja, aber dann entdecken die mich doch. Ja, das ist doch der... Nee, ist das nicht... Okay, wir gehen's... Ich versuch mal mit einer kleinen Abdeckungstür abzulegen. So, erstmal legen wir das Diktiergerät wieder auf den Schreibtisch zurück. Da schaut der Alarm aus. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Unglaublich naiv und doof. Also, wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt! Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was? Schon alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das okay, so das an, als sei alles in Ordnung? Oppenbot, schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus! Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der? Auch nicht. Er soll sich bei diesem Alarm auch konzentrieren können. Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Das stimmt. Versuchen wir es mal so, weil wenn er sein Diktiergerät erst stundenlang das suchen war muss, dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Sollte es ja eigentlich keinen Alarm Na also, wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Ach doch, es war nur der falsche. Das ist doch... Das gibt's doch nicht! Wo ist denn diese mistige Apparatur jetzt schon wieder hin? Oppenbot! Ich bin noch hier, Sir. Ja, aber mein Diktiergerät nicht. Wenn mein Speicher nicht komplett beschädigt ist, dann liegt es auf dem Schreibtisch, Sir. Dann überprüfen Sie Ihren Speicher, aber ein bisschen plötzlich. Wie Sie wünschen. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht... Ja, aber
dann entdecken die mich doch. Vielleicht doch. Selbstanalyse abgeschlossen. Keine Fehler gefunden. Die Datasette befindet sich mit 98%iger Wahrscheinlichkeit direkt hinter Ihnen. Ach ja? Und wie erklären Sie sich dann? Das hier, Himmel, Arsch und Wolkenbruch, da ist es ja. Nun bin ich aber mal gespannt. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt! Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Ganz, ganz böses Déjà-vu. Irgendwie. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als schalten Sie um, Herr Börsen. Appen, schon gut. Ja. Oh je. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der... Auch nicht. Nein. Er soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können. Vielleicht bleibt er ja am Tisch sitzen, wenn ich einfach die Datasette rausnehme. So. Muhahaha. Vielleicht hat sich ja vorher so ein bisschen drüber gewundert, dass das Ding nicht geht und ist einfach sitzen geblieben. Ja. Alarm aus, du nervst. Das war dann wohl der richtige Knopf. Einer von den 15.000. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Scheiß hast du. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Das sieht gut aus. Das sieht sogar auch verdammt gut aus. Ja, Herrschaft! Wo ist die Nachricht hin? Hallo? Ali, hallo? Ja, vielleicht ist das ja jetzt, wenn ich mich so ganz klammheimlich... Sprech mit mir! ...zum Fenster schleiche? Hast du gehört? Aber dann entdecken die mich doch! Ja, aber dann entdecken die mich doch! Ali, hallo? Nee, Moment. Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt! Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Argus ist aber auch echt selten dämlich, oder? Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei... Schalten Sie um! Appen, schon gut! Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der? Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm ab... Haben vielleicht die anderen Rufi irgendwas, damit ich... Okay. So viel dazu. Wie kriege ich denn jetzt Argus vom Tresor weg? Ich soll einfach mal eine andere Antwort machen. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Irgendwas Dummes muss doch dabei rumkommen. Geschafft, Herr Amtmann. Also was richtig Dummes. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen? Ja, ich bin mir... Ja! Okay, weggetreten. Oppenbot. Müsste der Naivbot heißen, weil er ist einfach naiv. Ja, Herrschaft! Wo ist die Nachricht hin? Hallo? Ali, hallo? Ich weiß, es kann nichts Gutes dabei rumkommen, aber ich versuch's einfach mal. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Halt, stopp! Negativ!
Kommando zurück. Gerade ist mir nämlich Folgendes wieder eingefallen. Die Kassette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt! Die Folge wird extrem nervig, dank des vielen, vielen Alarms, die ich auslösen werde. Was zum... Alles in Ordnung. Hört sich das so an? Welcher Knopf? Der hier? Nein. Auch nicht. Wer soll sich bei diesem... Das ist der Lehrer. Ich hab eine Idee. Und zwar wird es wieder ein bisschen trickety-trick-trick. Mac-trick. Es gab ja nur noch diese eine weitere Option, richtig? Ich fühle... Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. Oh yeah. So, wieder rein. Durch das Super Mario-Rohr. Und die Datasette dort hingelegt. Und dann wollen wir mal den Alarm ausschalten. Mit dem Ordner wieder 15 Alarm. Das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Herr Amtmann, Herr Amtmann! Na also! Wie konnte es denn zu dem Malheur? Ja, ich bin mir... Und jetzt nichts wie weg hier! Oh yeah! Das sieht mir nach einem Plan aus. Wenn Sie mich jetzt... Ja, weggetreten auf dem Mat... Brauchen Sie nicht mehr! Die Kassette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Dass doch immer alles verschlampen muss, ja? Ja, yeah, knie dich mal da schön hin. Oh. Oh. Euer Ernst? Oh Mann, ey. Cletus! Gib mal in den Tresor, weil wir kennen ja nicht den Code. Wie war das jetzt gleich? I-M-N... Nee, Moment! Verdammte Kiste! Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten! Oppenbot! Ich stehe da immer noch. Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! Ja, ich habe mich hinter einem Lampenschirm versteckt. So, wie war das nochmal? Ach ja, Goals Geburtstag. 4473. Nein, warte. Nicht Goals Geburtstag. Ach ja. Das war ja auch nicht Goals Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Ja, das ist echt praktisch, ja. So, wir haben die Datasette. Die Aufstiegscodes. Endlich. Raus. Ja, das wird schon werden. Oh. Schau, da ist noch ein Rebell. Los, schnapp ihn dir. Oh, oh. Oh, das ist gut. Wo ist der hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, ja. Du, komm sofort da raus. Und das nur, weil sie das so ein Schild ist. Oder muss ich dir Beine machen? Mach ihm mal Beine, das habt ihr wenigstens. Dann hab ich auf jeden Fall noch genug Zeit. Herr Amtmann, sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Jawohl, Herr Amtmann. Na mal gut, dass es so viele Cletus-Kostüme gibt. Cletus.
Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Ich wette, ich bin schon viel näher am Ziel als die anderen beiden. Ich frage mich, was die so treiben. Okay. In der Röhre gucken können wir nicht, weil da ist Rufus drinne. Ins Hochboot können wir auch noch nicht, weil aus Gründen. Bleibt also. Nun schlaft nicht eine. Ja, Trantüte, ey. Das ist also nichts anderes übrig, als die Vollpfostenversammlung zu betreten. Und. Ja, ich habe so ein bisschen so das Gefühl, wir finden jetzt heraus, wer der neue General ist. Seid gespannt, ich bin es auf jeden Fall. Ich kann mal kein Folgenende machen, oder? 15 Minuten rum. Geht doch nicht, nein. Doch, ich mach Folgenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Goodbye Deponia. Seid gespannt, wer denn tatsächlich der neue General ist.